Ja, und damit seid gegrüßt in den Zwänge dumme Hobbits in der Dumm. Zu einem mein Part, Creativeverse. Vielleicht kommt der Lars nachher noch hinzu. Ich hoffe es doch. Creativeverse mit Lars. Mal schauen, ob der noch dazu kommt. Ich habe jetzt schon mal angefangen. Ich will hier das Kellerdings zu Ende kriegen. Deswegen starte ich hier schon mal, den Keller zu Ende zu machen. Habe schon mal ein bisschen Stein abgebaut. Kratzige Stimme. Das muss Corona sein. So. Wände dicht. Den Boden müssen wir auch noch irgendwie ausschmücken. Da habe ich den schon. Ist das schon Steinboden? Ja, das ist schon Steinboden. Bin ich schon fertig damit. Und das ist Dirt. Okay. Verstehe. Meine Stimme ist heute wirklich ziemlich kratzig. Entschuldigt das. Ich habe mir wohl eine kleine Erkältung eingefangen. Kurz vor Weihnachten noch. Ein bisschen krank werden. Warum nicht? Wäre ja langweilig, wenn man mal an einem Feiertag nicht krank wäre. Licht hin. Sollte man vielleicht schon mal Stein machen. So, da habe ich jetzt fertig mit Stein. Erstmal den Boden fertig. Du bist noch Dirt, oder? Oder wie? Sieht mir fast so aus. Jede Menge Dreck. So, wenn ich den Keller hier mal fertig habe, muss noch mal gucken, was mit Lars los ist. Wir hatten eigentlich verabredet, dass wir jetzt einen Aufnahmetermin haben. Ob der sich dran hält. Wenn nicht, schneide ich das dann im nächsten Part mit rein. Ohne ihn würde ich jetzt nicht spielen. Da will ich jetzt nicht weiter bauen. Mache ich hier nur ein bisschen hier den Keller zu Ende. Dann sehen wir weiter. Hier vielleicht mal ein paar Fackeln aufstellen, damit wir was sehen auf dem Boden. Die Fackeln, das ist die leuchten ziemlich scheiße. So, ich brauche einen Stein. Okay, ich muss den ganzen Gebirge abgraben, um den Keller fertig zu kriegen. Keller aus unbehauenem Stein. Joa. Könnte ich bestimmt auch eleganter machen und passenderen Stein finden, aber ja, für einen Keller. Ich bitte euch. Der muss ja nicht besonders hübsch sein. Ja. In Creativeverse geht's zum Glück mehr. So. Tür öffnen. Tür schließen. In den dunklen Keller hinein. So. Dann nehme ich noch was anderes auf, wenn der Lars jetzt nicht dazu kommt. Und der jetzt doch nicht kommt. Ich weiß nicht, ich habe ihn auf Discord angeschrieben. Ist noch verabredet eigentlich, dass der jetzt kommt. Also, naja. Können wir hier noch weiter buddeln?
die Richtung noch. Und reicht das hier nah herum. Können eigentlich auch noch. Bisschen tiefer rein können wir gehen. Bis hier haben wir ja. Mal hier so ein bisschen um die Ecke und dann dort. Ich muss gerade mal ausmessen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 Blöcke und dann kommt die Wand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eine Fackel aufstellen. Mache ich hier eine Folge ohne noch den Keller alleine fertig machen. Das mache ich, da bin ich eh alleine beschäftigt und mit dem Keller hier. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da geht schon runter, da habe ich mich aus Versehen runtergegraben. Hier müsste, glaube ich, fertig sein. Hier sehen wir auch schon eine Grasnarbe. Das können wir gleich noch ausbessern. Fackel auf 6. So. Dann mal 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, das ist die Länge hier, die wir gedacht haben. So. Ein bisschen Dirt abgraben. 500 Dirt. Ja, können wir dann wegschmeißen. Mit Dirt kann man nicht mehr viel anfangen. Also wir bauen uns noch irgendwo ein Dirthaus. Haben wir jetzt genügend Dirt fürs Dirthaus? So. Einen großen Keller machen wir hier draus. Kellerarbeitungen heute. Jo. Auch meine Singleplayer-Folge. Spiel hat gerechnet, dass der Lars da noch mit dazu kommt. Damit hat er eigentlich gerechnet. Gut, sieht momentan nicht so aus. Baue ich hier schon den Boden ab oder was? Den Hausboden. Ich nicht. Oh, da ist ein bisschen Stein von der Treppe. Da muss ein bisschen gucken, wie ich das anstelle. Ob ich das jetzt zukriege, wenn ich zu hoch grabe. Erstmal rausnehmen alles. Und dann gucken wir weiter. Ach so, weil hier die Treppe zu Ende ist. Dann habe ich da Treppe rausgerissen. Hätte ich wahrscheinlich die Treppe rausgerissen. Okay, weil hier auch doppelte Treppe ist. Hier noch die Wand hin.
nicht ein bisschen künstliche Wand. Das sieht hier vielleicht ein bisschen eckig aus, aber. So, hier mal eine Fackel. Damit ich hier mal was sehe. Geht das hier so in den Keller runter? Ja. Kann man hier noch ein bisschen was, kann man noch eine Truhe hier hinstellen oder ein Deko-Dings. Hier unten im Keller muss es ja nicht so. Nee, nur die Fackel wegnehmen. Stein muss dahin. Haben wir hier ein bisschen unebene Decke. Ja. Schon hin. Erstmal ausbauen, dann verschönern. Erstmal die Form hinkriegen. Dann sehen wir weiter. So, hier brauche ich vorher ein paar Fackeln, damit ich sehe, was ich abbaue. Dann öffne ich immer das Inventar. So. Ich muss ja öfters mal husten. Ich weiß nicht, was los ist. Ich werde krank. Ziege wird krank. So, hier. Haben wir auch gleich Wind abgebaut. Also die grobe Form haben wir vielleicht gleich schon. So, das mit Stein auskleiden. Und hier können wir dann noch oben eine Gerade hinpacken, damit das halbwegs gewollt aussieht. Gerade Kante. Hier muss dann noch Stein hin. Mein Handy vibriert die ganze Zeit. Irgendjemand will da was von mir. Können wir gleich mal nachgucken. Meldet sich der Lars vielleicht schon? Schon. Es war früh dran. So, und jetzt hier mit Stein. Ein bisschen Holz haben wir dann noch, da müssen wir. Ja, ist halt Keller. Scheint es dringend zu sein. Immer schön Klötze bauen. Brauche ich noch ein bisschen Licht. Ein bisschen mehr Licht. Aber klickt nur ins Inventar. Stein. Geht auch langsam zu Neige. So, wieder neues abbauen. Na, sind wir noch zu Ende. Vielleicht kriegen wir die Dicke noch mit dem Stein. Fertig. Ein Lager muss ja nicht immer das Schönste sein. So.
Ja, ja. Was gibt's denn? Der Lars ist noch nicht da. Gut, soll es halt heute ohne ihn sein. Nächstes Mal wieder mit Lars. Zwerge braucht wieder Stein. Oha, es wird nachts. Nachts draußen. Vielleicht nicht die glücklichste Idee, jetzt hier Steine abzubauen in der Nacht. Aber was soll's. Sollte mein Handy während der Aufnahme stumm stellen. Ich sollte mal schlafen gehen. So. Aber jetzt ein bisschen. Aufgewacht. Mit den Treppen steigen, mit dem Leitern steigen, muss noch ein bisschen üben. Es ist hier, naja. Ausbaufällig. Verbesserungswürdig. Mit 15 Steinen komme ich hier nicht weit. Hier noch ein bisschen abbauen. So, zack, zack, zack. Der Keller muss fertig werden. Und kein Stein mehr. Na toll. Steini abbauen, Steini abbauen, Steini abbauen. Ich mach die Wand hier kaputt. So, Steine geholt. Reichen jetzt vielleicht erstmal für ein Weilchen. Ist so die Wand fertig. Die nächste Wand. Dann kann ich doch hier einige folgen. Nicht doch hier eine Weile mit der Mauer. Kann ich in der Folge ganz alleine mit der Wand verbinden. Zwei und die Wand. Jetzt play together mit Wand. Wand-LP. Ich stelle mein Handy gleich auf stumm. Das kann auch hier nicht wahr sein. Was ist, es ist irgendwie immer so. Immer wenn ich aufnehme, ist immer. Wenn ich nicht aufnehme, will keiner was von mir, will keine Sau was von mir hören, wenn ich aufnehme. Wupp, 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 wupp. Wollen auf einmal alle was von mir. Es ist immer. Die meisten Nachrichten kriege ich entweder, wenn ich unter der Dusche stehe oder wenn ich aufnehme. Es ist einfach. Wenn ich unter der Dusche stehe, werde ich immer angerufen. Wird immer Anrufe kriege ich immer, wenn ich unter der Dusche stehe. Nachrichten, Textnachrichten kriege ich immer, wenn ich eine Aufnahme mache. Das ist. Wenn ich nicht aufnehme, will keine Sau was von mir. Wenn ich Zeit habe und auf Nachrichten antworten könnte. Nee.
gibt nichts zu bereden. Sobald ich die Aufnahmetaste gedrückt habe, wollen alle was von mir. Oh, da war ja auch noch was. Ich muss ja unbedingt was mit dir besprechen hier. Es ist... Kannst du mal kurz chatten? Können wir gerade mal kurz. Den lieben langen Tag nichts. Aber in der Stunde, in der einen Stunde, der ich aufnehme, zack, alle auf einmal. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das ist irgendwie, als meine Bekannten und Verwandten irgendwie so ein Gefühl, dass es irgendwie der richtige Zeitpunkt dafür wäre. Das ist einfach. Die spüren das schon. Der nimmt auf. Jetzt können wir mal. Jetzt können wir Nachrichten schreiben. Jetzt können wir versuchen, den anzuschreiben. Grundstein ist alle. Na, sehr schön. Steingehole. Wisst ihr was? Ich mache jetzt dann die Höhle kaputt. Unsere Anfangshöhle. Oder dort zumindest hier die naheliegende Wand. Ich wollte gerade sagen, es ist Nacht. Was machst du hier? Brennen. Es ist gar nicht Nacht. So wie eine hässliche Schneise in den Berg gehauen. Weiter geht's. Vielleicht bald mal den Keller fertig. Müssen wir noch Lichter hinbauen. Die Truhen können wir dann später noch verrücken. Können wir neue Truhen kraften. Hier unten reinpacken. Können wir unser Zeugs irgendwann sortieren. 50 Truhen und dann wie in Minecraft in jeder Truhe was anderes drin. In der Truhe halt die Schätze, Gold, Silber und so weiter. Mineralien. Eine Kiste für Kohle. Eine Kiste voller Dirt brauchen wir auch unbedingt. Eine Kiste voll Dreck. Eine Dreckskiste. Gibt es da noch einen Lagerungsbad? Licht. Ja, haben wir jetzt ausgekleidet. So, im regelmäßigen Abstand. Schön die Bude hier ausleuchten. Vielleicht auch noch welche platzieren. Jetzt wird es hier auf dem Boden ziemlich dunkel. Verstehe nicht warum. Aber gut. Ein leicht Leuchtfeuer in die Mitte. Ein Kreis aus Kerzen. Kann man hier gleich eine Dämonenbeschwörung machen.
Freundin. Ja, sieht gruselig aus. Irgendwelche Riten werden hier abgehalten. Ja. Mein kleiner Opferritenkenner. Da wird Lars dann in der nächsten Folge in der Mitte geopfert. Hier noch ein Bett hinstellen. Kann man ein Bett craften. Dann sieht das noch besser aus. Einfach mal, wenn Lars in der nächsten Folge kommt, kann er sich das mal angucken. Die Map. Craft. Das mache ich jetzt einfach mal. Ein Bett. Oha. Brauche ich Tricks für. In der Truhe haben wir kein Bett mehr. Ich hatte doch zwei, oder? Ansonsten verstehe ich nach sein Bett. Hier haben wir ein Bett. Sehr schön. Bett. Ein weißes Bett. Ich mache mir den Spaß mal. In die Mitte. Oh nein, nicht schlafen hier. Nicht im Dämonenkreis schlafen. Jetzt bin ich verflucht. ja. Keine Frage. Gut, Gut. Es ist Nacht. Ich habe ja einmal im Dämonenkreis geschlafen. Sollte ich mal nochmal schlafen. Na dann, habe ich den Killer zu Ende gebaut heute. Ganz alleine. Im nächsten Part dann wahrscheinlich wieder mit dem Lars. Habt einen angenehmen Fürstentag und wir sehen uns. Bis dann und ciao.